Was lange währt, wird endlich gut, liebe Zuschauer, aber von wegen. Es scheint, als müsste die Fusion von ThyssenKrupp, der Stahlsparte, und Tata Steel neu verhandelt werden. Das verlangen zumindest zwei Investoren. Zu Recht? Mit welchen Folgen? Das besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau Herr. Tja, wer hätte das gedacht? Die Stahlsparte von ThyssenKrupp, eigentlich das Sorgenkind, verdient wieder mehr als gedacht. Aber der Fusionspartner Tata Steel viel weniger als gedacht. Und viel weniger als auch die Verhandlungsbasis war. Jetzt wollen einige Investoren von ThyssenKrupp den Deal neu verhandeln. Geht das so einfach? Also, was wollen die eigentlich? Die Grundlage, auf denen Sie das begründen, ist einfach, dass ThyssenKrupp im Moment sehr, sehr gut verdient. Die Hüttenwerke sind eigentlich durchweg im Gewinnbereich und das ist sehr, sehr gut. Tata Steel hingegen hat da eher nicht so performt. Sie haben jetzt eine Grundlage, der Elliott-Fonds oder der Hedgefonds hat gesagt, okay, wir haben das mal so grob ausgerechnet. Tata Steel hat 500 Millionen EBITDA gemacht, was ungefähr 28% weniger sind, als wo die Verhandlungen angefangen haben im Juni 2017. ThyssenKrupp ist 38% im Plus. Auf deren Grundlage sagt man sich jetzt, okay, es müsste jetzt neu verhandelt werden, in dem Sinne, dass die Konditionen, unter die diese Fusion überhaupt angestrebt worden sind, vielleicht nochmal überdacht werden müssen, weil sonst wäre ThyssenKrupp hier im Nachteil, wenn sie diese Fusion eingehen würden. Und hier müsste man dann schauen, was man macht. Eigentlich wollen sie eine 50-50 Aufteilung vom Geschäft haben. Hier könnte man sagen, entweder macht Tata Steel eine Zuzahlung, muss zum Beispiel, darf weniger Schulden ins Unternehmen mitbringen oder Thyssen darf mehr ins Unternehmen, mehr Schulden einbringen ins neue Joint Venture. Das sind aber noch Sachen, die dann geklärt werden müssen. Und ob Thyssen das überhaupt durchkriegt, ist dann noch die andere Frage. Also ThyssenKrupp hat zumindest schon mal gesagt, ja, kann man noch mal drüber reden, so richtig rumschubsen lassen von den Investoren, wollen die sich natürlich aber auch nicht. Was aber, wenn die jetzt doch nicht neu verhandeln, beziehungsweise nicht gut genug neu verhandeln? Wenn ThyssenKrupp sich jetzt, sage ich mal, über den Tisch ziehen lässt, ist ja hier immer die Gefahr, dass die Aktionärinnen ThyssenKrupp entweder abstrafen oder für dieses Joint Venture vielleicht auch keine Mehrheit dann irgendwie bekommen in den Aufsichtsräten oder ähnliches. Der Elliott, also der Hedgefonds, ist ja eigentlich der große Teilhaber. Einer der beiden Investoren, genau. Die hier schon eine große Mehrheit haben, fast 18% haben sie, glaube ich, im Moment zusammen. Und da haben sie schon ein bisschen Einfluss auf jeden Fall. Und der Elliott-Fonds ist immer so ein bisschen bekannt dafür, auch hier sehr, sehr viel Druck zu machen, aber auch gerade das auf einer langfristigen Sicht, dass sie auch etwas Gutes für Thyssen wollen. Sie wollen sich hier halt auch nicht als schwierigen, kleineren Partnern gegenüber Tata Steel stellen lassen. Deshalb muss ThyssenKrupp hier auch wirklich gut verhandeln, ja, und der CEO muss hier ganz vorne mit dabei sein. Der CEO Hiesinger, ist der dadurch auch persönlich unter Druck? Gerade Elliott, der Hedgefonds, verlangt ja angeblich gleich in einem Rutsch seine Ablösung auch mit. Ja, das hat man so in einem Atemzug auch beim Einstieg gleich gesagt, dass der CEO hier nicht so gut platziert wäre. Es wurde mit der Fußballmannschaft verglichen, dass wenn 7 Jahre in Folge kein Tor geschossen wird, dass sie auch einen Trainerwechsel hätte vorstellen sollen. Bei ThyssenKrupp muss man sagen, durch die ganze Restrukturierung und sie müssten sich auch ein bisschen schlanker machen. Hier wird auch immer wieder gesagt, dass die Konzernzentrale, die ja die ganzen Sparten leitet aus Essen raus, viel zu groß ist, viel zu großer Kostenfaktor. Das hat auch der Elliott-Fonds immer wieder angebracht, dass sie hier viel zu viel Kosten haben und sie wollen halt Kosten sparen, einsparen und deshalb wird so ein bisschen beim CEO am Stuhl gesägt, weil er eigentlich nicht für seine Kostenersparnis berühmt ist. Noch ist er da und steht auch dafür, bei ThyssenKrupp einigermaßen aufzuräumen. Nichtsdestotrotz werfen ihm die Investoren und auch gerade wieder dieser Hedgefonds vor, dass eigentlich die Summe von ThyssenKrupp weniger wert ist als die Einzelteile. Ja. Das hat auch verschiedene Spuren in den letzten Jahren an der Börse hinterlassen, aber sind jetzt weitere Umbauten, Abspaltungen zugunsten von ThyssenKrupp in die Zukunft gedacht denkbar? Denkbar ja, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es eigentlich bei vielen Unternehmen ist, was man jetzt zum Beispiel auch bei Siemens gesehen hat oder auch bei Mischkonzernen, die sie gerade in verschiedenen Sparten aufgeteilt haben, RWE und E.ON, jetzt nach dem Zusammenschluss sind sie eigentlich wieder gut gegliedert, dass einzelne Unternehmensteile, wenn man sie natürlich verkauft und den richtigen Käufer dafür findet und den richtigen Markt auch im Moment hat, besser bewertet werden als ein ganzes Unternehmen, das kann schon vorkommen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, bringt es jetzt das ganze Unternehmen einfach aufzuspalten und zu verkaufen, weil dann gibt es das Unternehmen nicht mehr und die Kultur an sich ist dann auch verloren. Es stimmt schon, dass einzelne Sparten besser bewertet sind, auch gerade bei Thyssen. Ob sie jetzt dazu übergehen, das einfach aufzuspalten, ist eine andere Frage.
aktivistische Investoren, also Investoren, die nicht einfach nur still da sitzen und ihr Investment verwalten, sind Fluch und Segen zugleich. Was bedeutet das, wenn die so in das operative Geschäft mit eingreifen wollen für die Aktie des Unternehmens? Es kommt immer darauf an, welcher Investor es ist. Warren Buffett wird ja immer gefeiert, wenn er einsteigt. Der hält sich aber auch eher zurück bei seinen Investitionen, ist dann auch so stiller Teilhaber. Wenn es jetzt so einer wie der Elliott Hedgefonds ist, hat man auch schon ein bisschen zittrige Knie bekommen, vor allem in der Unternehmenssparte, weil man sagt, okay, er versucht jetzt das Unternehmen so ein bisschen auch in andere Richtungen zu lenken. Bei Anlegern ist es eigentlich relativ gut angekommen, weil man sagt, okay, wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel unterbewertet ist oder halt gerade so ein bisschen am Struggeln ist, kann hier nochmal jemand von außen vielleicht viel besseren Einblick sehen oder auch mal auf den Tisch hauen und sagen, okay, Sie müssen jetzt hier die Kosten sparen oder die Kosten einsparen oder das und das umstrukturieren, was vielleicht von der Unternehmensseite innerlich gar nicht kommen würde, weil da viel zu viel große Angst auch vielleicht mit einherrscht. Und deshalb ist es Fluch und Segen zugleich. Auf einer Seite vielleicht ein bisschen Fluch für die, die schon da sind und für die CEOs. Segen vielleicht für die Investoren, wenn es am Ende gut ausgeht. Ja. Okay, gut gegangen ist vor allem das Jahr 2016, wenn man mal so auf mittlere Sicht schaut. Im Moment läuft es deutlich ruppiger. Wenn Sie sagen, mit Blick in die Zukunft und so aktivistische Investoren, die ihr Sparpotenzial heben wollen, Neustrukturierung anstoßen und gar nicht nur negativ zu betrachten sind, was wäre ein denkbares ThyssenKrupp-Investment, wenn man denn bereit ist, dieses Nervenspiel mit auf sich zu nehmen? Also man muss schon Nerven haben, vor allem gerade im Stahlbereich oder auch was jetzt die Strukturierung in den nächsten Jahren kommt. Das Kursziel von Bloomberg bei 12 Monaten liegt ungefähr bei 27 Euro, ist ein Return-Potenzial von fast 16%. Was die Aktie gesehen hat nach den News im Juni 2017, hat die Aktie die 27 schon mal gesehen. Deshalb ist es jetzt nicht so weit davon entfernt. Man kann es aber auch, wenn man nicht direkt die Aktie haben will, mit Zertifikaten abbilden und in dem Fall Bonus-Cap-Zertifikat. Bonus-Cap-Zertifikat, der hätte jetzt eine Rendite von über 20% auf die Laufzeit von einem guten Jahr gesehen. Das ist ja nicht so viel mehr als die Aktie. Was spricht in dem Fall für ein Bonus-Cap-Zertifikat? Also nicht so viel mehr als das Kursziel der Analysten, meine ich. Also die 32er, der 32er Cap und die 19er Barrier heißt, dass es einfach nicht unter 19 fallen darf, sonst ist dieser Bonusmechanismus halt verloren. 32 in dem Fall gibt es in jedem Fall wieder, sollte die Barrier nicht gerissen werden. Hier kann Thyssen also sich auch noch ein bisschen nach unten korrigieren oder halt auch seitwärts gehen, jetzt vielleicht noch über ein Jahr hinweg und ein bisschen schwanken, dass man diese 21,8% trotzdem noch bekommt. Also zwischen 19 und 32 ist alles gut für plus 21%. Genau. Okay, Vivien Schwarenberg, vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, ThyssenKrupp kommt nicht wirklich zur Ruhe. Aktivistische Investoren fordern, zum einen den Rücktritt des CEOs, aber auch Neuverhandlungen bei der Stahlsparte, die eigentlich mit Tata Steel fusionieren möchte. An der Börse kommt das so wechselhaft an, aber zum Beispiel mit einem Bonus-Cap-Zertifikat könnte man auf die Zukunft setzen. Wenn hier zwischen 19 und 32 Euro vom Kurs nichts anbrennt, dann gäbe es eine Rendite von mehr als 20%. Wie es mit der Fusion weitergeht, das erfahren Sie natürlich auch bei uns, sobald es da was Neues gibt.